Hallo ihr Lieben, heute kommt der dritte Teil meiner Verlagsvorschau-Reihe und ich habe es in den ersten beiden Videos schon gesagt und ich habe es in den ersten beiden Videos schon gesagt und ich werde es auch in den nächsten beiden Videos dann auch nochmal mit sagen. Ihr findet unten in der Infobox die Links zu den einzelnen Verlagen. Jeder Verlag hat natürlich noch bestimmte Unterverlage oder Unterkategorien, wo ich jetzt sage, ich kann nicht auf jedes eingehen. Heute soll es um Random House gehen. Random House ist auch der Zusammenschluss von vielen, vielen Verlagen. Und ich habe einfach nicht die Zeit, mit euch alles durchzugucken, weil dann wäre dieses Video gerade bei Random House gefühlt 2 Stunden lang. Und ich glaube, das wollt ihr nicht und das will ich nicht. Und deswegen soll es heute bei Random House um CBT, CBJ, Heine, Heine Fliegt und Penhaligon gehen. Und alle anderen Verlage, die zu Random House gehören, findet ihr unten in der Infobox, wie gesagt, mit dem Link zu der Verlagsvorschau. Und dann könnt ihr euch die einzelnen alle nochmal mit selber angucken, wenn ihr das möchtet. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, heute soll es ja um die Verlagsgruppe Random House gehen. Und wie ihr hier schon auf dieser Seite sehen könnt, ist Random House ja ein Zusammenschluss von ganz, ganz vielen Verlagen. Und wenn wir uns die alle heute einmal angucken wollen würden, würden wir wahrscheinlich Ende des Jahres noch hier sitzen. Deswegen machen wir das so. Ich habe mir ein paar Vorschauen rausgesucht, die ich mit euch durchgehen möchte. Ansonsten verlinke ich euch den Link zur Vorschau wie immer unten in der Infobox und dann könnt ihr alle einzelnen auch selber nochmal anklicken, wenn ihr das möchtet. Und ja, ich habe mich entschieden für die CBJ-Vorschau Jugendbuch Herbst, Frühjahr, für die CBT-Vorschau, für die Heine-Vorschau, für die Heine-Taschenbuch-Vorschau, für die Heine-Fliegt-Vorschau und für die Penhaligon-Vorschau. Und ja, ich denke, das reicht. Ich glaube, bei der Heine Taschenbuchvorschau, ich glaube, die war 120 Seiten lang. Das ist auch schon mega fett. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde bei Büchern, die mich nicht interessieren und wo ich auch überhaupt nichts zu sagen kann oder irgendwas, die werde ich einfach euch kurz zeigen, aber das werde ich kommentarlos einfach lassen. Deshalb machen wir das so bei Büchern, wo ich absolut keine Ahnung habe und Bücher, die mich nicht interessieren, werde ich einfach nichts sagen. Die zeige ich euch kurz und dann blättern wir gleich weiter, dass wir uns gar nicht irgendwo lange aufhalten. Denn ich möchte eigentlich versuchen, dieses Video kürzer zu halten wie die letzten, aber ich befürchte, das wird nichts. Also, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir los und zwar mit der CBJ-Vorschau Jugendbuch Herbst. Das sind insgesamt 22 Seiten und ja, fangen wir einmal an. Die ersten Seiten, das habe ich vorhin schon gesehen, beschäftigen sich mit diesem Buch hier, und zwar Bienenkönigin. Und das ist ein Jugendthriller und da geht es wohl darum, dass die Protagonistin Mel eine kleine Miniaturdrohne findet, die so ein bisschen aussieht wie eine Biene. Und die hat es halt auf die richtigen Bienen abgesehen. Und Mel stellt sich halt die Frage, wer würde Bienen was antun wollen und warum sollte jemand die eh schon gefährdeten Bienenvölker ausrotten wollen? Und ja, das ist die Frage aller Fragen und darum geht es in diesem Buch. Und klingt eigentlich ganz nett, aber spricht mich persönlich jetzt nicht so 100% an. Dann haben wir von Bettina Behlitz Mein Date mit den Sternen, Rotes Leuchten. Von Bettina Behlitz wollte ich auch schon immer mal was lesen, aber bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, ich habe es im letzten Video schon 150 Mal gesagt, dass ich irgendwie zu nichts komme. Das ist der zweite Band einer Reihe, schätze ich jetzt einfach mal. Der erste ist Mein Date mit den Sternen. Ich sehe gerade nicht, was das hier heißt. I have no idea, es ist zu klein. Blaues Flüstern, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber alle Bettina Behlitz-Fans da draußen werden sicherlich wissen, was das ist. Und ja, wann erscheint das Buch denn hier? Steht hier gar nicht. Wieso steht das hier nicht? Hier steht ein ab 12 Jahren. August 2018, hier steht's. Und so, das Bienenbuch, wann kam das raus? Irgendwie hängt diese Vorschau, also immer wenn ich hier mit meiner Maus scrolle, hängt das immer. Die Bienenkönigin kam im September raus. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das Chasey, Agent unter Beschuss. Das ist ein Teil dieser Reihe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ach, Band 5 dieser Reihe und dieses Buch erscheint im August. Dann haben wir das Tagebuch der Kelly Snow. Das ist auch schon der zweite Band und dieses Buch erscheint im September. Dann haben wir ein Buch, was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe. Und hier haben wir diese Krone mal in groß, die auch vorne auf dem Cover ist.
Und ich muss ja sagen, irgendwas hat das Ding an sich. Irgendwie ist es mega hässlich, aber irgendwie hat es auch echt was an sich, dass man auf jeden Fall näher hinguckt. Und ja, zwar ist das das Buch Ash Princess und das kommt raus im September. Und weit gescrollt. Kommt raus im September und ich finde, das klingt einfach richtig, richtig toll. Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Es ist auch wieder eine High-Fantasy-Geschichte und ja, wie gesagt, ich finde, diese Krone hat definitiv irgendwas an sich von auf dem Cover, aber ist irgendwie auch mega hässlich. Also ich habe es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben und bin schon sehr, sehr gespannt auf Ash Princess. Dann kommt der dritte Band von Armani raus im September. Da werden sicherlich viele von euch auch schon drauf warten. Armani ist so eine Reihe, die ich auch irgendwann nochmal mit lesen wollte. Aber irgendwie, naja, ihr wisst, ich glaube, ich brauche das nicht nochmal dazu irgendwie was sagen. Dann haben wir Amy Giles, das Debüt. Und zwar ist das das Buch Jetzt ist alles, was wir haben. Und sorry für die Background-Geräusche, mein Freund macht sich gerade Abendbrot. Und die Küche ist neben unserem Büro und wir haben sehr dünne Wände, also hört man alles. Lasst euch davon einfach nicht irritieren. Wir ignorieren das einfach. Ja, wo waren wir jetzt? Debüt von Amy Giles, ein Roman mit der Wucht von Tote Mädchen lügen nicht. Sehr bewegend und wohldurchdacht erkundet Giles das heikle Thema Gewalt gegen Kinder. Ah, wenn ich das schon wieder lese, ne, da kriege ich schon wieder... Ihr wisst, das ist nicht so meins. Ja, ich mag so Gewaltbücher nicht und so Bücher mit sexuellen Übergriffen und so ein Kram. Das ist schlimm, dass sowas passiert und ich finde es auch gut, dass es thematisiert wird, aber ich kann da mal nächtelang nicht schlafen, wenn ich sowas lese. Aber für alle, die es interessiert, dieses Buch erscheint im Oktober. Dann haben wir wieder ein Buch, was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, und zwar der zweite Teil von Constellation in ferne Welten. Das Buch kommt auch im September mit raus und ich bin schon so gespannt auf den zweiten Teil. Bin so gespannt, wie das mit Noemi und Abel weitergeht und ja, freue mich dann schon sehr auf dieses Buch. Und ja, ich kann euch Constellation, den ersten Teil, wirklich nur empfehlen. Es ist eine richtig coole Jugend-Science-Fiction-Geschichte. Dann haben wir Agent Impossible von Andrew Lane. Kommt im Juli raus und sagt mir auch so gar nichts. Ist wahrscheinlich so ein Agentenbuch für Jugendliche. Dann haben wir hier noch Für immer dein Prinz von Stephanie Kate Strom. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich denke mal, das ist so ein niedlicher Jugendliebesroman. Das Buch erscheint im Oktober und ist ab 12 Jahren. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Teenager-Jugendroman, würde ich sagen. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist das Kiss Me in London. Ein verpacktes Buch, wenn man in Winter- oder Weihnachtsstimmung kommen möchte. Das Buch erscheint aber allerdings schon im Oktober. Also nicht so richtig zur Weihnachtszeit, aber... Ja, kann man sich ja bis Weihnachten dann noch aufheben. Ist, denke ich mir, auch wieder so ein süßer Liebesroman für Jugendliche. Sieht auf jeden Fall süß aus, das Cover. Dann sind wir am Ende von CBJ Jugendbuch. Dann würde ich sagen, kommen wir zu CBT Taschenbuch. Oktober bis April. Mit dieser Werbung. So, The Hate You Give kommt als Taschenbuch raus im November, also als Klappenbroschur. Ich glaube, dieses Buch gibt es ja schon, oder? Ist das noch nicht übersetzt worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall schon in der Buchhandlung gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht schon übersetzt war. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, es war schon. Dann haben wir hier Blutrosen von Monika Feth. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch ein Jugendthriller. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann Caroline Wimmer, Hope, Traumpferd gefunden. Ist ab 10 Jahren, also ist dann eher tendenziell ein Kinderbuch. Dann auch ein Kinderbuch, die Rückkehr der Kurzhosengang. Dann haben wir im Oktober Das unsichtbare Mädchen von Charis Cotter. Wunderbares Buch über Geister, Tod, Familie und Freundschaft. Jugendbuch ab 11 Jahren. Klingt ja eigentlich ganz nice. Dann haben wir You Make My Heart Race von Miranda Kinelli. Wollte ich jetzt einfach mal aussprechen. Scheint auch ein Liebesroman zu sein. Dann Der Fotograf von Auschwitz mit Originalfotos aus dem Museum Auschwitz.
Schweres Thema. Sehr, sehr schweres Thema. Gegen das Vergessen. Ja, das stimmt. Ich habe einmal so eine Dokumentation mal darüber gesehen, hat mich voll mitgenommen. Boah, ich kann mir sowas Krasses immer nicht angucken, obwohl das ja eigentlich nicht krass ist, weil es ist ja eine Dokumentation, aber mich nimmt sowas immer voll mit. Naja, so ist das halt. Ich bin da, was das betrifft, ziemlich empfindlich. Dann haben wir von Jay Asher Dein Leuchten. Wird nochmal rausgebracht als Broschüre im November. Aber gibt es das nicht schon als Taschenbuch oder Broschüre? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Egal, wir werden nicht weiter darüber nachdenken. Dann haben wir wieder ein Kinderbuch. Aklak, der kleine Eskimo. Sieht süß aus. Drei Weihnachtsengel auf heißer Spur. Sieht auch lustig aus. Weihnachtsengel auf vier Pfoten, das sind jetzt wahrscheinlich die ganzen Weihnachtsbücher. Dann haben wir hier Private, eine von euch. Könnte so ein bisschen Pretty Little Liars mäßig sein. Ist ab 14 Jahren und ja, ist schon erschienen, steht hier. Da Private Band 2 kommt im November raus. Dann haben wir Küss mich unter Wintermond. Kommt im November raus. Scheint auch wieder so eine süße Weihnachts-Winter-Liebesgeschichte zu sein. Dann haben wir Drachenglut von Jonathan Stroud. Ich weiß, dass sich da schon einige drauf freuen, auf Drachenglut. Und ja, Jonathan Stroud, ich habe den ersten Teil von Lockwood und Co. gelesen. Fand ich damals richtig gut, aber irgendwie hat es mich nie gepackt, da irgendwie den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil zu lesen. Also, ja, war eine Reihe, die ich dann irgendwann aussortiert habe, weil es mich nie gereizt hat, irgendwie mal weiterzulesen. Aber für alle, die es interessiert, Drachenglut erscheint im Dezember. Himmel ohne Sterne, der lange Weg nach Palästina. Ach, auch wieder so ein ernstes Thema. Jugendbuch ab 12 Jahren. Aber ich finde es sehr gut, wenn so Jugendbücher für solche ernsten Themen geschrieben werden, dass auch Jugendliche gleich so ein bisschen an das Thema rangeführt werden. Und nicht immer nur auf die Ausländer schimpfen und so. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann haben wir Wie ein Fisch im Baum. Kommt jetzt auch als Taschenbuch raus, würde ich mal sagen. Im Dezember. Ich glaube, das gab es bisher wirklich nur als Hardcover. Dann haben wir Rebel Agent, der Verräter. Ich muss mal wieder sagen, Gott, wer hat dieses Cover gemacht? Das Cover sieht aus wie ein Screenshot aus einem ganz, ganz alten Ego-Shooter. Wenn ich das mal so sagen darf. Finde ich ja ganz furchtbar. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man soll ein Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Aber ganz ehrlich, Leute, wie findet ihr denn dieses Cover? Das geht doch mal gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein Agenten-Jugendroman ab 12 Jahren, kommt im Dezember raus. Dann haben wir nochmal so eine Zusammenfassung. Dann haben wir Das dunkle Herz des Waldes, kommt im Dezember auch nochmal als Taschenbuch raus. Wollte ich auch unbedingt damals lesen, habe ich auch nie gemacht. Dann haben wir von Eva Siegmund Home, Das Erwachen, das ist der erste Teil einer neuen Reihe. Kommt im Januar raus und ich muss sagen, das Cover finde ich richtig, richtig cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Band 1 einer hochspannenden Future Fiction mit angesagtem Schauplatz Berlin. Ein perfektes Leben wird zum Albtraum und zu einer Gewissensfrage. Ich bin gespannt. Ich habe ja Pandora gelesen von Eva Siegmund. Das war jetzt nicht so 100% meins, weil es mir einfach zu jugendlich war. Mal gucken, wie das hier ist. Ich schreibe es mir auf jeden Fall mal mit auf. Habe ich nämlich noch nicht. Dann haben wir Jacoby, den dritten Band. Der kommt dann auch wahrscheinlich raus. Irgendwann. Steht hier nicht. Wann? Steht nicht da. Vielleicht ist der auch schon draußen. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe hier diese Ordnung irgendwie nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall der dritte Teil von Jacoby kommt irgendwann raus oder halt auch nicht oder ist schon draußen. Wie auch immer, es steht hier mit drin. Magic Academy Teil 3 kommt im Januar. Da gibt es auch ganz, ganz viele Fans von der Reihe. Die wollte ich mir auch unbedingt nochmal mit anschauen. Ja, ich finde, klingt sehr, sehr interessant. Dann haben wir von Jack Chang, Hallo Leben, hörst du mich? Kommt auf jeden Fall im Januar mit raus. Dann haben wir Band 3 von Girl Online. Dieses Buch kommt im Februar raus. Ich glaube, da gibt es auch einige Fans von dieser Reihe. Dann haben wir Patrick Ness,
Chaos Walking, vorläufiges Cover, kann sich also nochmal ändern, kommt im Februar raus und ich würde mal ganz spontan sagen, was ist das? Ein Jugendthriller? Vom Titel her klingt es auf jeden Fall erstmal so. Internationaler Bestseller endlich im Kino. Nach die Tribute von Panem der nächste große Blockbuster-Verfilmung von Lionsgate. Keine Ahnung. Kinostart 28.02.2019. Sollten wir uns vielleicht mal merken. Also alle, die gerne so Bücher mit Film und so kombinieren, lesen. Februar 2019. Dann haben wir hier wieder ein Kinderbuch. Die Chaos-Schwestern, ganz geheim. Dann so, noch ein Kinderbuch. Dusty in Gefahr, ein voll süßer Hund. Na, es hängt wieder. Dann haben wir Len Flahos. Ich habe keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Welcome to Reality. Klingt auf jeden Fall nach mal einer ganz, ganz anderen Geschichte. Und ich muss sagen, das Cover hat auch irgendwie was. Dann kommt Lockwood und Co. Band 4 als Taschenbuch raus im März. Vielleicht sollte ich die Taschenbücher irgendwann nochmal lesen. Weil meinen ersten Band, den ich als gebundene Ausgabe hatte, den habe ich weggegeben. Ja. Dann haben wir den kleinen Drachen Kokosnuss. Ich glaube, den kennt auch jeder. Da kommt das Buch mit über 200 Witzen im März raus. Dann ein neues Buch von Nina Blanchon. Ich kann diesen Titel nicht aussprechen. L'Aqua. Der Fluch der schwarzen Gondel. Aha. Gehört auf jeden Fall hier zu diesen Büchern so in die Richtung da dazu. Aber ich muss ja ehrlich sagen, Nina Blanchon ist nicht so 100% meins. Ihr Schreibstil ist ziemlich ausschweifend teilweise und sie schreibt sehr, sehr ruhig und sie erzählt ihre Geschichten mit Ruhe und Bedacht und mir fehlt da so ein bisschen die Action in ihren Büchern und ja, also meine Autorin ist Nina Blanchon nicht, aber ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fans da draußen und ja, wie gesagt, dieses Buch erscheint, wenn es hier irgendwo steht, es steht hier wieder nirgendwo. Meine Güte, warum steht hier nicht, wenn dieses Buch rauskommt? Was ist das denn für eine Vorschau? Es steht hier nirgendwo, ich sehe es nicht. Also, falls es euch interessiert, googelt einfach mal. Dann haben wir von Beth Garrett Mega Awkward und voll peinlich, aber gut drauf heißt der Untertitel. Okay. Das Cover sieht schon auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Zauberhafte Teenie-Liebeskomödie mit jeder Menge Sprachwitz und Slapstick. Das klingt gut, sowas mag ich. Kommt im März 2019. Dann haben wir hier Mauerpost. Sagt mir auch so gar nichts. Spielt auf jeden Fall Berlin 1988. Kommt im März raus. Geht um eine Zwangsadoption. Also falls euch sowas interessiert, schaut es euch an. Dann haben wir hier von Janet Clark Ewig Dein, der erste Teil der Deathline-Reihe, nochmal als Taschenbuch. Ja, ich fand ja die Hardcover-Cover schon nicht schön. Aber ich muss sagen, das hier ist nicht wirklich besser. Das ist irgendwie noch schlimmer. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Ach, Ewig Wir kommt dann auch gleich noch raus als Taschenbuch. Ich muss sagen, das geht wieder von der Farbkonstellation, aber das ist mir einfach zu pink hier. Warum haben die pink genommen? Furchtbar. Ich mag so knallpink nicht auf Büchern. Das brennt in den Augen. So, dann haben wir die Chroniken von Ara Luen, Königreich in Gefahr. Kinderfantasy ab 11 Jahren. Ja, ist jetzt nicht ganz meins, aber naja. Wem es gefällt, der kann es sich ja mal mit angucken. Das sind auch schon erschienene Titel. Dann haben wir Rachel Crane, Ryan, Die Macht der Schatten. Könnte jetzt vom Cover her so Richtung Nemesis irgendwie mit passen. Ich weiß nicht. Ist aber anscheinend kein Teil von Nemesis. Hier steht, um die Magie zu schützen, verbündet sie sich mit einem Mörder und verliert ihr Herz. Voller Intrigen, sprühender Magie und betörender Liebe. Klingt doch auch eigentlich ganz nett, ne? Also, Rain, April 2019, wenn ihr gerne sowas lest, schaut es euch an. Dann haben wir Forever Manhattan, Frei wie der Wind, ist ein Jugendbuch ab 12 Jahren. Ja,
Faszinierende Einblick in die Welt des Rennsports und seine Schattenseiten. Chris Bradford, Ninja. Das ist wieder irgendwie so ein Cover, was ich irgendwie nicht gut finde. Es wirkt mir wieder zu animiert, ich weiß nicht. Aber naja, wie gesagt, wir gehen nicht nach dem Äußeren. Mit Ninja Guide und Schwarz-Weiß-Illustration, ja. Vom Autor der Bestsellerreihe Bodyguard. Das ist ja auch so für Jungs, so Action-Abenteuer-Bücher. Und ich denke, das ist auch wieder, ja, rasantes Action-Abenteuer. Ein Held im Kampf um Gerechtigkeit. Ist so voll was für die Jungs. Ja, erscheint im April auf jeden Fall. Dann haben wir, glaube ich, nichts mehr. Genau, dann sind wir mit CBT-Taschenbuch auch durch. Heine, Hardcover von Herbst 2018. Stefan Jakobsen, Hybris. Emily Fried, Paradise, eine Woche im Paradies. Naja, dann auf geht's. Stephen King, Der Outsider. Oh, gruseliges Cover. Ich finde solche schwarzen Gestalten mit leuchtenden Augen ganz, ganz gruselig. Oh. Ja, Stephen King wollte ich auch schon ganz, ganz lange mal wieder lesen. Habe ich früher ja ganz viel gelesen, aber dann irgendwann nicht mehr. David Baldacci, No Man's Land, gehört zur Puller-Serie. Entschuldigung, die Puller-Serie. Ja, das heißt bestimmt Paller, nicht Puller. Entschuldigung, es ist schon spät. Mary Higgins Clark, Du bist in meiner Hand. Nicholas Sparks, Wo wir uns finden. Dann haben wir Brandon Sanderson, Der Ruf der Klingen. Und Brandon Sanderson habe ich auch noch nichts gelesen. Wollte ich auch mal irgendwann. Far, far away. Dann haben wir Dirk Müller, Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Okay, ist jetzt so gar nicht mein Thema. Mumien, auch nicht so mein Thema. Arthur und Lily, das Mädchen und der Holocaust-Überlebende. Zwei Leben, eine Geschichte. Ja, kann man sich mal mit angucken, sowas, wenn man sowas gerne liest. Das Schlafgutbuch. Besser schlafen, optimal generieren, hellwach durch den Tag. Okay. Ja, Dr. Med Ulrich Strunz. Also, für alle, die Probleme beim Schlafen haben, lest euch das Buch von Dr. Strunz durch. Petra Reichling, Tatort Schulhof. Das ist schon krass, was auf deutschen Schulhöfen so abgeht, wenn man das aus dem Fernsehen immer mal mitbekommt. Ne? Also es ist schon übel. Weil ich dich liebe, Papa. Das persönliche Geschenk für einen ganz besonderen Menschen. Dann gibt es auch noch mit Mama und Nur weil ich dich liebe. Andrew Morton, Meghan. Von Hollywood in den Buckingham Palace. Ein modernes Märchen, eine Biografie über Meghan Markle. Kann man lesen, wenn man möchte. Und damit wären wir am Ende von Heine Hardcover. Kommen wir jetzt zu den Heine Taschenbüchern. Das ist das mit 120 Seiten. Ich werde jetzt euch die Titel vorlesen und sagen, wann die Bücher erscheinen und mehr auch nicht. Also, fangen wir an. Josie Silver, Ein Tag im Dezember, erscheint im November. Das reimt sich. Robert Harris, München, Das Abkommen, kommt im Oktober raus. Tödliche Sonate, ein Fall für Kommissario Di Bernardo, kommt im November. Der Sympathisant von Phi Thang Nguyen kommt ebenfalls im November. Freefall von Adam Hamdi, auch im November. Frau Duan feiert ein Fest von Yang Ji, kommt im November. Und dann haben wir hier noch Pleasure Park von Sandra Henke, kommt ebenfalls im November. Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod von Gerhard Jäger, ebenfalls im November. Dann haben wir Randall, der Roman zum Kultfilm. Kenne ich nicht persönlich den Film, sagt mir so gar nichts. Kommt auf jeden Fall das Buch im November raus. Dann haben wir noch Der Blog von Jerome Leroy, kommt auch im November. Schlittschuhglück und Mandelduft, auch im November. Dann haben wir Das Geheimnis der letzten Schäferin von Beate Maxian, kommt im Dezember.
Charles Christian Raven, Söhne des Donners, Band Nummer 2 von der Raven-Reihe, kommt ebenfalls im Dezember. Blutacker von Lorenz Stassen, auch im Dezember. Tanja Kokoska, Juli verteilt das Glück und findet die Liebe, ebenfalls im Dezember. Schönes Cover. Louis Greenberg, Die Bedrohung, Dezember 2018. Titus Müller, Die Jesuitin von Lissabon, auch im Dezember. Und dann im Dezember ebenfalls von Anne Wolf, Ein ganz normaler Mörder. Dann haben wir The Pact, Versprich mir nichts von Carina Halle. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Okay, sie ist eine USA-Mitbürgerin, eine Amerikanerin. Mein Gott, es ist schon spät. Also heißt sie Carina Halle. Ja, The Pact kommt im Dezember. Dann haben wir hier die weiteren Teile dann im Februar und April. Das könnte was für mich sein. Ich muss mir das nachher mal genauer angucken. Dann von David Lagercrantz nach Stieg Larssons Verschwörung. Da bin ich auch so zwiegespaltener Meinung, was das betrifft. Auf jeden Fall kommt dieses Buch im November. Dann haben wir das Ganze nochmal mit Verfolgung. Das kommt dann im Januar. Dann die neue Reihe von Ella Todd. Da kommt das erste Buch. The Brightest Stars Attracted. Das ist das hier. Das kommt im Oktober. Der zweite Teil Connected im Dezember. Und der dritte Beloved im April. Bin ich mir nicht sicher, ob das eine Reihe für mich ist nach dem Inhalt. Ich weiß es nicht. Es steht irgendwas in der Beschreibung von dunkler Leidenschaft. Und das weiß ich nicht. Ich habe außerdem noch die After-Reihe, wo ich erstmal reinlesen müsste, ob das was für mich ist. Deswegen... habe ich es mir auch erstmal nicht mit aufgeschrieben. Dann haben wir von C.J. Sansom Winter in Madrid, kommt im Januar raus. Tom Clancy Under Fire, kommt auch im Januar raus. Dann ebenfalls im Januar Die Lerche des Himmels von Jutta Oltmanns und You and Me von Rebecca Freeborn. Carla Burling Tunnelspiel, ebenfalls im Januar. Ein Fleck im Meer von John Aldrich und Anthony Sosinski, auch im Januar. Close Your Eyes von Holly Seddon, auch im Januar. Sieht sehr, sehr interessant aus vom Cover her auf jeden Fall. Robert Ludlum und Kylie Mills, Die Nano-Invasion, kommt auch im Januar. Dann haben wir von Ella Thompson Rückkehr nach Sunset Cove. Ist Band Nummer, weiß ich nicht, 1, kommt im Februar raus und dann im Mai und August der zweite und dritte. Das hat mich gerade hier etwas irritiert. Dann haben wir von John Grisham das Original, kommt im Februar raus. Dann haben wir Auf nach Nirgendwo von Simone Venstra, kommt im Februar. Der wundervolle Roadtrip, 2 Außenseiter, warm, witzig und vergesslich. Dann haben wir von Jack Heath Blake, ist ein Spitzentitel, kommt im Februar raus. Jeffrey Archer, Triumph und Fall. Jeffrey Archer hat mich Patty neugierig gemacht auf die Bücher, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl sowas ja echt nicht mein Ding ist, aber sie schwärmt da immer so davon. Ach ja, naja, kommt auf jeden Fall das Buch im Februar raus. Und hier nochmal Jeffrey Archer. Dann haben wir von Simon Koenig Begraben, kommt im Februar, wie auch von Shane Stevens Kill. Dann von Elizabeth Norbeck Das Schweigemädchen, kommt im Februar. Das Fell des Bären von Matteo Rieto, spricht man das so aus? Keine Ahnung, auch im Februar. Und auch im Februar Land der Lupinen von Paulina Simmons. Sieht sehr, sehr dick aus. Kazuki Sakuraba, das Haus der roten Töchter. Ich habe mir Mühe gegeben mit dem Namen, aber Sakuraba, ich glaube, das kann man nicht anders aussprechen. Kommt im Februar raus. Dann das Taschenbuch zu Sleeping Beauties kommt im März raus. Dann haben wir von David Baldacci Last Mile, den hatten wir vorhin doch schon mal irgendwo. Das Buch kommt auf jeden Fall im März auch raus. Dann von Theresa Simon, Die Fliedertochter, kommt auch im März. Von A.G. Riddle, Pandemie, meine Güte, es ist echt schon spät, auch im März.
ich glaube, die kommen jetzt alle im März, von Antoine Laurent, Die Melodie meines Lebens. Ja, eine überraschend schöne und melancholische Geschichte. Traurig und heiter. In seinem Buch über verpasste Chancen und erfüllte Träume und in einer Wettung zieht er der Franzose alle Register. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Dann haben wir Nick Cutter, Das Böse. Kommt ebenfalls im März, genau wie Wer findet... Das war mein Handy. Genau wie Wer findet, dem gehört's. Von David Sedaris. Nora Roberts darf auch bei Heine nicht fehlen. Dunkle Herzen kommt im März raus. Dann haben wir von Ulrike Sosnitzer Orangenblütenjahr, ebenfalls im März. Die Farbe von Milch von Ney Leisson im April. Mary Higgins Clark, Einsam bist du und allein, kommt auch im April. Erinnert mich irgendwie an das Fitzek-Cover von, wie heißt das, das Bootbuch hier, oh, irgendwas. Oder ihr wisst, was ich meine, das Sebastian Fitzek-Bootbuch. Dann haben wir von Simon Scarrow Schlacht und Blut, die Napoleon-Saga, kommt im April. Jenny Rocknaby, Leona, Alles hat seinen Preis, kommt auch im April. Von Jules Grant, Die Nacht ist unser Haus, auch im April. Oliver Kern, Sau am Brett, Kriminalroman, kommt im April auch mit raus. Dann auch im April von Anne Perry, Todesurteil im Old Bailey und Das Ohr des Captains von Gisbert Heves. Ach, guck mal, jetzt sind wir bei Science Fiction Fantasy. Da haben wir Das Imperium der Stille von Christopher Ruocio. Ich habe keine Ahnung. Kommt im November. Dann Ray Bradbury Fahrenheit 451. Kommt auch im November. Genau wie Paolo Bacigalupi. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Leute. Tool auf jeden Fall heißt das Buch. Kommt auch im November. Dann T.S. Orgel Terra. Kommt im Dezember. Giants Band Nummer 3 dürfte das sein. Kommt auch im Dezember. Diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Qixing Lu, Die drei Sonnen, Die wandernde Erde. Das ist der zweite oder dritte Teil. Ich weiß es gerade gar nicht. Steht hier auch nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Teil davon und ich glaube das auch. Ich glaube, das müsste der dritte sein. Dann Dennis E. Taylor, Wir sind Götter, kommt auch im Januar. Andreas Brandhorst, Der letzte Regent und Werner Winch, Der Friedenskrieg, kommt auch im Januar. Sascha Memczak, Die Kunst der Science Fiction. Ein einzigartiges Buch zum Verständnis des Massenphänomens Science Fiction. Okay, da geht es dann, glaube ich, eher so um die Thematik Science Fiction. Kommt auf jeden Fall im Januar. Dann Peter Catron Habitat kommt im Februar. Spencer Ellsworth Starfire Rebellion und Arkady und Boris Trugatzi. Der Montag fängt am Samstag an, kommt auch im Februar. Sorry für meine Aussprache, aber ich, ganz ehrlich, wie soll man sowas aussprechen? Und mein Englisch ist ja nicht so das Beste, das wissen wir ja schon. Spitzentitel im März, James Corey, Persepolis erhebt sich. Gehört wahrscheinlich jetzt so diese Reihe da dazu. Dann Marina Lustetter, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Die Reise, kommt im März mit raus. Frank Herbert, Die Kinder des Wüstenplaneten, kommt im März. Thomas Karl Swiderlich, Am Ende der Zeit, kommt im April. Robert A. Heinlein, Entführung in die Zukunft, kommt auch im April, genau wie Stephen Baxters Obelisk. Dann haben wir Jennifer L. Armentrout. Ich freue mich schon so auf die Bücher. Ich sage es euch. Und ich finde das so cool, dass sie so kurz hintereinander kommen. Kate kommt im November, Thorn im Januar und Brave im März. Freue ich mich schon mega drauf auf die Bücher. Möchte ich unbedingt haben, möchte ich unbedingt lesen. Ich finde, die Reihe klingt so richtig, richtig gut. Und ich liebe Jennifer L. Armentrout, wie ihr wisst. Dann von Patricia Briggs, Die Stunde der Wölfe kommt im Dezember. Charlaine Harris Midnight, Texas Nachtschicht kommt im November.
finde das irgendwie nicht gut sortiert hier, die Bücher. Dann Jasper Forge, Eiswelt, kommt im Dezember. Der Fluch der Heilerin von Peter V. Pratt kommt im Dezember. Dann von Matthias Oden, Die Krone der Elemente, kommt im Januar. Christine Fehan, Geliebte Feindin, kommt ebenfalls im Januar. Dann haben wir Flammenlied, das ist der dritte Teil dieser Reihe, der kommt im Februar. Dann Licia Troisi, Der Feuerkönig, die Dominum-Saga. Ich glaube, das ist wieder so Fantasy, was nicht meins ist. Kommt auch im Februar. Dann haben wir Black Dagger von J.R. Ward. Die Diebin und der Spion kommt im Februar und April raus. Dann haben wir Paula Braxton, Die Tochter der Hexe, kommt im März raus. Mit gestalteten Innenklappen. Aha, okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Dann haben wir Könige der Finsternis von Nicholas Emes, kommt auch im März. Dan Simmons, Elmhaven, eins der wenigen Bücher, die man gelesen haben muss, sagt Stephen King, kommt im April raus. Dann haben wir die Phyllisen-Saga von Bernhard Hennen. Ich glaube, die mag Isabella ganz gerne, die Bücher von Bernhard Hennen. Kommt auf jeden Fall Rosentempel im April raus. Dann haben wir Sachbuch, Ratgeber, Körper, Geist und Seele. Da fliegen wir jetzt einfach mal drüber. Bruce Springsteen Autobiografie kommt im November. Wer weiß denn sowas? Das Buch zur Serie, was auch immer, kommt im November. Dann, warum wir die Adventszeit lieben und alle Jahre wieder. Diese beiden Bücher kommen im November. Abenteuerdiagnose kommt im September. Ich krieg dich kommt im November und ein echter Helmut Schmidt steht da, ist lieferbar. Gibt's wahrscheinlich schon. Und jetzt, mein Freund guckt, glaube ich, Fußball, also sorry. Dann haben wir Dr. Leon Windscheid, Hey Hirn, warum wir ticken, wie wir ticken, kommt im Dezember. Dann Zentralfriedhof wie ausgestorben, Perlen des Lokaljournalismus, kommt im Januar. Das ist Freiheit für mich. Frauen und der Sex, der ihr Leben veränderte. Wahre Geschichten von Secret.de. Aha, okay. Live. Ah ja, okay. Kommt auf jeden Fall im Februar, wen es interessiert. Und dann haben wir noch zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihre Türklinke. Kommt auch im Februar. Dann von Cordula Weidenbach, Zu verkaufen, ein Bruder mit Bett und Spielzeug. Kommt im März. Dann haben wir noch Der Casanova-Code, der kommt ebenfalls im März, nicht genau wie. Wer mehr hat, braucht weniger, das kommt im April. Dann Algenöl, lebenswichtige Omega-3 in seiner wirksamsten Form, kommt im Oktober 2018 mit raus. Dann 22 Eckstein um die Ecke gedacht, kommt im April. Lust auf Frische kommt im Oktober. Und dann haben wir nochmal Dr. Strunz, 77 Tipps für ein gesundes Herz, kommt im Januar. Und was haben wir hier noch? Das kleine Buch der Chakras kommt im Januar und das kleine Buch von Meditieren kommt im November. Laura Lynn Jackson, Das Licht zwischen uns, Jenseitsbotschaften von Verstorbenen, kommt im November. Und Stille, die aus dem Herzen kommt, innere Ruhe finden in einer lauten Welt, kommt im Dezember. Dann ein unerwartetes Gespräch mit Gott kommt ebenfalls im Dezember. Das Einmaleins der magischen Hausreinigung kommt im Januar. Aktiviere deine Siegkraft kommt im Februar. Dann haben wir hier Tu dir gut, denn der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Das stimmt. Und dieses Buch erscheint im Februar. Dann haben wir Buddha nimmt's gelassen kommt im März. Und Die geistige Welt hilft uns kommt ebenfalls im März. Dann Heile deine Gedanken, heile dein Leben kommt im April. Und ich glaube, jetzt müssten wir hier durch sein. Das waren jetzt 120 Seiten mit schätzungsweise auch mindestens 120 Büchern. Puh, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Kommen wir jetzt noch zu Heine fliegt und dieses Cover allein schon. Oh, ich freue mich so. Ja, fangen wir an mit Heine fliegt. Und wir starten auch gleich mit Marissa Meyers, Renegades, Gefährlicher Freund. Und ich freue mich da schon so mega drauf, denn
Ich liebe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer und ich freue mich da schon so drauf. Ich mochte einfach ihre ganze Art, Geschichten zu schreiben. Und hier steht Romeo und Julia meets Marvel Comics und das klingt einfach so gut. Und ich freue mich da schon mega drauf. Und der zweite Teil erscheint dann im Frühjahr 2019 und dieses Buch hier erscheint im September. Da freue ich mich schon mega. Dann haben wir von Lauren Price Bad Boy Stole My Bra. Dann haben wir Iskari, die gefangene Königin, der zweite Teil. Freue ich mich auch schon drauf. Dieses Buch erscheint im September mit. Freue ich mich schon. Hihi. Dann endlich Talon 5 kommt im Oktober raus. Der fünfte und letzte Teil der Talon-Reihe. Und ich finde, es wird echt Zeit für einen Abschluss. Und ich freue mich schon mega, 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 mega. Dann haben wir hier die liebe Tanja Fusen. My First Love kommt im Juli schon raus und ja, auch wieder ein Liebesroman. Dann haben wir von John Belaris Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Ist ab 8 Jahren, also eher ein Kinderbuch, kommt Auslieferung ab 3.9., also im September mit raus. Und ich glaube, da sind wir bei Heine Fliegt auch schon durch. Dann haben wir hier noch Penhaligon und würde ich sagen, gucken wir da nochmal rein, was da so drin ist. Und zwar haben wir dann einmal von Timo Leibig Nanos, sie bestimmen, was du denkst. Sie sind überall, sie beherrschen jeden, nur ein Mann ist frei, nur ein Mann kann gegen sie kämpfen. Gott, ich kann heute nicht mehr sprechen. So visionär wie Drohnenland, so aktuell wie The Circle, so rasant wie Helix. Ein fantastischer Thriller voller Realitätsnähe. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir die Todeskönigin von Sarah Beth Durst. Ich glaube, das ist auch eine Fortsetzung. Genau, der erste Teil ist die Blutkönigin und dieses Buch auf jeden Fall, die Todeskönigin, kommt im November. Dann der Autor, wo ich immer prinzipiell Robin Hood lese in der Buchhandlung, wenn ich ihn sehe, Robin Hobb, Diener der alten Macht, ist auch ein Teil dieser Reihe, würde ich jetzt einfach mal sagen, kommt im August raus. Und ja, immer lese ich Robin Hood. Ich weiß nicht, warum. Ah, ach so, ist eine Autorin, entschuldigt. Ist eine Frau, Robin. Hast jetzt wieder was gelernt. Dann haben wir hier von Janine Frost, Der Fluch des Verlangens. Kommt im Oktober raus. Dann Star Wars Solo, kommt im Dezember. Wappnen Sie sich mit Eis und Feuer, Sie werden es nicht bereuen. George R. R. Martin. Wild Cards. Die Cops von Joker Town. Ich glaube, das gibt es schon, oder? Wild Cards. Ich glaube, das. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen George R. R. Martin Buch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall George R. R. Martin. Und das Cover sieht schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier nochmal die Palace-Off-Reihe, sag ich mal. Da kommt jetzt der dritte Teil im Juli raus und ist diese Reihe ja komplett. Ich habe mir den zweiten jetzt noch nicht gekauft. Ich warte jetzt auch, bis der dritte rauskommt und lese sie dann hintereinander weg. So, dann haben wir das Ende schon erreicht. Guck mal, das ging doch jetzt wirklich fix. Und ich würde sagen, wir scrollen nochmal hoch zu Renegades. Denn ich finde das Cover so, so toll von Renegades. Wo war es? Hier war es. Wartet. Ach, es hängt. Da. Oh, ich finde das so cool, ne? Oh, ich liebe solche Geschichten. Und Marissa Meyer, ich bin echt schon mega gespannt. Naja, egal. So, ich glaube, dieses Video ist auch wieder viel, viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Und es ist ja noch nicht das letzte Video dieser Reihe. Es kommen noch 2 weitere. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.